Stumpy Studios. Stumpy Squid. Raw Fury. Hallo Leute, ich begrüße euch zu Kingdom Two Crowns. Ja, ein Roguelite-Spiel. Das ist auch so ein Side-Roll-Spiel. Man geht nur von links nach rechts. Wir gehen einfach rein, aber nicht auf normal. Wir machen hier keine halben Sachen. Wir gehen auf verflucht. Rein. Entschuldigung. Ich habe jetzt schon mal ein paar Tage gespielt, um einfach ein bisschen die Mechaniken kennenzulernen. Entschuldigung, ich habe einen Vorschlag. Ja, worum geht's? Wir sind der König. Oder Königin? Ja, Königin. Und wieder wird die Königin versuchen zu überdauern. Einen Augenblick mal. Ich glaube, die Musik ist etwas zu laut. Gehen wir mal auf die Hälfte. Okay. So. So, ihr seht schon, Side-Roll-Game. Unser Ziel ist es, unser Land zu erweitern. Jetzt macht mein Pferd schlapp. So, grasen lassen. So, jetzt können wir wieder rennen. Hier stehen. Ein Bogen. Okay, komm her. Okay. Gedrückt halten, um einen Hammer zu kaufen. Jo, machen wir. Hier stehen. Okay. Gedrückt halten, um eine Mauer zu bauen. Mit den Mauern begrenzen wir unser Land. Was soll ich jetzt machen? Aha. Arbeitet. Ja, das sind dann jetzt alles meine Untertanen. Man muss die Leute rekrutieren. Hier stehen. Okay. Also, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht vorgelesen. Also, ja, der soll jetzt halt hier räumen. Also die Bäume, beziehungsweise in dem Fall ist es Bambus. Und hier, wo ich jetzt stehe, machen wir gleich, wenn wir das Tutorial durch haben. Hier stehen. Ein Bogenschützen. Okay. So, okay. Baut, erkundet, verteidigt, erobert. So. Es geht darum. Jetzt müssen wir unser Reich halt erweitern. Jetzt müssten wir hier eigentlich auch noch einen Wall bauen. Machen wir auch. Gut. Beziehungsweise Mauer. Ne, das macht man hier bei diesen Erdhaufen. Hier ist ein Erdhaufen. Hier kann man die Mauern bauen. Und hier bei diesen Felsen baut man Türme. Der Typ, der jetzt hier kommt, das ist ein Händler. Da haben wir Glück, dass wir hier einen haben. Wir bauen uns aber noch, wie viele Münzen habe ich? Noch einen zweiten Handwerker. Gut. So, den schicken wir dann sofort wieder los. Hier, das ist unser Zentrum. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, ne? Kann das? Das müsst ihr mir mal bitte sagen. Ich mache es jetzt mal auf 5. Wenn das zu leise oder zu laut ist, bitte sagt es mir in den Kommentaren. Ne? Okay. Wie viele Leute haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2 Handwerker. Eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Dann bauen wir hier schon mal eine Mauer hin.
Ein Turm, Entschuldigung. Habe ich jetzt noch Geld? Nee, natürlich nicht. Ach, jetzt müssen wir auf den Händler warten. Oder auf die Jäger. Moment. Und zwei Bogenschützen haben wir, ne? Richtig? Aha, da haben wir. Ja, Neris kommt gleich, wenn die Nacht einbricht. Wo sind denn jetzt meine Jäger hier? Da. Give me my money! Hier war doch noch einer, oder? Ach, da hinten ist er. Ab in die Basis. So, hier ist das Zuhause von, beziehungsweise da geht der Händler mal hin. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Mensch, Ede. Gut. Ach komm hier. Reingehauen, das schaffen wir noch. Dann haben wir auf beiden Seiten eine Mauer. Und ja, noch nicht der Burner hier. Aber am Anfang passiert noch nicht viel. Okay, da kommt der Händler, gut. Und je mehr wir unseren, ja, wie soll ich sagen, Palast, sag ich jetzt mal, ausbauen, umso mehr Sachen können wir bauen. Das werden wir aber sehen. Ne? Jetzt. Junge, du hast aber ordentlich gejagt. Krass. Okay. Die investieren wir doch schon mal hier. Wir müssen immer für Nachschub sorgen. Da seht ihr schon. In der Nacht kommen. Wie heißen die jetzt? Leute, ihr macht die doch jetzt fertig, ne? Na? Na? Jule? Gut. Ja, sobald der erste weg ist. Oh, wir haben nicht genug. Okay. Also, also sobald die Welle vorbei ist, kann man rausgehen. Soweit bin ich schon. Jetzt habe ich keine drei Münzen, ne? Nee. Aber der Händler ist da. Moment. So, den schicken wir auch direkt wieder los. Könnt ihr hier schon mal ein paar Bäume wieder machen? Ne, ihr seht schon unser Gold. Ne? Das Geld bekommen wir wieder, sobald die den Baum gefällt haben. Letzten Baum. Ich glaube, das ist immer noch zu laut, ne? Also ich habe so das Gefühl, also sagt es mir bitte. Ich gehe jetzt mal auf 3. So, den letzten Baum lasse ich jetzt hier stehen. Denn sobald ich diesen Baum abreiße, verschwindet auch dieses Lager hier, wo neue Rekruten kommen. Früher oder später muss ich es abreißen, klar. Aber wir wollen uns jetzt erstmal aufstellen. Das heißt, mit einer Münze kann ich einen Rekruten holen. Jetzt schauen wir uns mal hier die Lage an. Ja, machen wir hier schon mal den zweiten Wall hin, würde ich sagen. Was sagt die Sonne? Wo steht die Sonne? Der Händler wieder gut.
So, die Jäger und so, ne, also hier die Bogenschützen, die stellen sich in der Nacht, seht ihr gleich, die kommen jetzt gleich angerannt und stellen sich hinter den Wall. Kann ich den schon erweitern? Ne, da brauchen wir Steine für. Da schaue ich doch mal gerade auf unsere Map. Was ist hier eigentlich? Weiß ich gar nicht. Jetzt erhältlich, Northlands. Achso, das ist eine Map oder so, ne? Ja. Ne, abbrechen. So. Einmal auf die Map gucken. Also ihr seht, wir haben hier eine Insel. Unten links, das sind Portale. Oben rechts. Oben links, Entschuldigung. Weiß ich nicht, was das macht, keine Ahnung. Dann, das sieht aus wie ein Greif oder so. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, mal schauen. So, er stellt sich jetzt hier hin. Hast was gefunden? Hast was gejagt? War da nicht noch einer? Junge, du bist aber mutig. Aha, jetzt kommt er angerannt. Warum rennt der jetzt rüber? Ach, der geht in den Turm. Oh. Er auch. Oh. Okay. Dann warten wir jetzt mal die Nacht ab. Sauber. Turm erweitern. Rekrutieren. Und auf die andere Seite. Das Spiel könnt ihr auch zu zweit spielen, Koop. Das geht dann alles ein bisschen leichter von der Hand. Nun, mach her. So, jetzt darf ich. Ah, am Tagesanfang. Okay. So, wir haben Tag 3. So, dann bauen wir hier schon ein Türmchen. Und machen die weg. Ich mache hier schon mal zwei Hämmer hin, würde ich sagen, oder? Ja. Dann haben wir auf jeder Seite. Nein, ein nur, bitte. Zwei, so. Na, man sieht, es sind immer zwei Handwerker, die an einem Ding arbeiten. Und so habe ich dann immer zwei auf jeder Seite. Ja. Tötet. Bauen wir das Mäuerchen hier. Und am nächsten Tag gehen wir mal auf Erkundung. Ne, stimmt gar nicht. Ich muss erstmal ein paar Bäume wegmachen. Ne, müssen wir nicht. Okay, oder? Können wir jetzt noch? Komm. Nutzen wir das noch? Er hat da vorne was gejagt. Gib mir mal Money. Denn dadurch können die Jäger hier Tiere jagen. Und somit Geld. Das schon mal gut. Na komm, das kriegt er noch hin, oder? Komm, Hackengas. Wie heißen die denn nochmal? Die Habgierigen. So heißen die. Die immer nachts kommen. Na super. Okay. Jetzt entsteht hier gleich Gras. Ne, wo die Tiere hier spawnen. Das muss man immer in Acht halten. Dann fangen wir doch da an gleich. Oh, der Händler, stimmt.
Und dann können wir gleich noch zwei weitere Leute rekrutieren, das ist gut. Was ist denn hier mit der Mauer? Habe ich die nicht erweitert? Warum nicht? Ach, da hinten. Ah, okay. Ja gut, die Typen, die jetzt in den Türmen reingehen, die bleiben da. Das ist der Nachteil. Dann schicke ich den jetzt gleich los. Oder... Wir fangen hier an, den Turm zu erweitern. Dann ist er ein bisschen höher. Ich muss echt aufpassen bei dem Spiel, weil das ist echt... Man verliert die Zeit da drin. So, da kommen sie. Eins. Oh, da sind schon ein paar mehr. Seht ihr? Leute. Leute. Komm, ein noch. Junge! Jetzt hat er ihn getroffen. Ja, geil. Okay. So, das Ding stellen wir wieder auf. Was machen die Handwerker jetzt? So, den schicken wir wieder los. Oh, jetzt brauchen wir Steine schon wieder, ne? Ja, so, eins, zwei und Erkundung. Ab nach rechts. Hier haben wir eine Kiste. Ein bisschen Geld. Rekruten. Ist ja noch einer? Ja. Da müssen wir Diamanten bezahlen. So, und hier muss man aufpassen. Ne? Jetzt lasse ich das Pferd grasen, weil sonst ist es aus der Puste. Ihr habt ja gesehen, man hat nicht so viel Zeit. Oh, zwei Kisten. Oh yeah. So, die Kiste lasse ich noch stehen. Aha, hier ist schon das Ende. Da kommen die Viecher her. Gut. Okay, rechts haben wir dann noch eine gelbe Kiste. Ja, da muss man immer so ein bisschen abwägen, wo baut man hin. Also die Türme. So, dann upgrade ich jetzt, denke ich mal, unseren, ich nenne es jetzt mal Tempel. Also das Spiel macht unheimlich viel Spaß, also mir macht es viel Spaß. Da verliert man echt die Zeit. Da seht ihr, jetzt ist das Pferd aus der Puste, jetzt kann ich nur noch gehen. Oh, hast du was gefangen? Ne, okay. Man muss immer bei den Leuten stehen bleiben. Ah, er hat was gefangen. Denn dann droppen die Geld. So, weil wir Steine brauchen, müssen wir jetzt ganz schnell sehen, dass wir... Ich glaube, ich baue hier auch schon mal den Wall weiter aus. Und ihr seht, ne, man muss immer mit für Nachschub sorgen, was Bögen angeht. So, dann baue ich den hier auch schon mal aus. Ja. Und dann erkunden wir die linke Seite. Oh, habt ihr was gefangen, ihr beiden? Ja. Jetzt müssen wir halt warten. Ja, da kommen sie. So, jetzt trifft aber mal ein bisschen besser, ne, Leute? Jawohl. Kann ich ja? Nee, kann ich nicht. Okay, so. Die Welle ist vorbei. Das heißt, wir können laufen.
Dann gucken wir uns mal hier um. So, hier könnten wir weiter erweitern. Au oh, geil, ne? Weiter erweitern. Dong, Tag 5 schon. Okay, hier ist das Boot. Junge, ist das weit weg. Ui. Och, Junge, habe ich mich jetzt. Mein Gott, macht das sowas nicht mit mir. Ich hasse sowas. Entschuldigung, habe ich jetzt erschrocken. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Das ist eine Leiter am Schild oder sowas. Drei Dias. Okay, das heißt, wir müssen uns nach links arbeiten. So, hier ist das Portal. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell weg. Mein Pferd macht schlapp. Das ist nicht gut. Na, noch geht's. Oh, wir sind doch jetzt schon sehr weit geritten, ne? Ah, da kann ich es grasen lassen. Okay. Okay, und weiter. Ja, dieses Schiff hier müssen wir aufbauen, um weiterzukommen. Und das ist jetzt ein ganz schönes Stück. Na? Ist wirklich viel. Eieiei. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wann habe ich angefangen? Ja, hast du was? Jawohl, gut. Du? Jawohl. Nice. So. Ach so, ich wollte eigentlich hier den Palast weitermachen, ne? Ach ja. Habe ich den gar nicht losgeschickt? Oh. Wie weit können wir denn hier? Ach, oh. Ja, komm, ihr beiden könnt noch rein. Gut. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich zu dem Boot kommen. Die Seite lassen wir, die ignorieren wir jetzt komplett. Bogenschützen. Jetzt will mein Monitor ausgehen. Das gibt's aber nicht. So. Und immer für Nachschub sorgen. Okay, gut. Werkzeuge haben wir genug. So, und weiter. Direkt abholzen. Weg damit. Natur. Wer braucht sowas? Hier ist doch eine Lichtung, ne? Warum kann ich hier nicht weitermachen? Okay. Hallo, wo rennt ihr hin? Hier! Was machen die? Interessant. Ja, später kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu, wie hier zum Beispiel am Wasserfall, aber das zu gegebener Zeit.
So, dann haben wir da schon mal den Anfang. So, als nächstes würde ich doch sagen, baut mir mal hier einen Wall hin. Und hier ein Türmchen. Hier, fertig machen. Keine Ahnung, Sachen. Abfahrt. Und so arbeitet man sich dann immer weiter vor. Es wird schwieriger, ist klar. So, komm, dann machen wir hier den auch noch fertig. Gut. Ach so, und stimmt, das ist mir auch passiert. Da hatte ich, ich habe eine Krone auf, man sieht's so leicht. Ich kann ja mal näher rangehen, mal schauen. Zoom. Oh ne, ich gehe gleich wieder zurück. Ne, man sieht's, ich habe eine Krone auf. Und sobald die mich angreifen, kann ich die verlieren. Dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, sie wieder zurückzugewinnen. Aber keine Ahnung, wie das geht, denn da habe ich aufgehört. Ne? Option. Und das ist doch mal interessant, das herauszufinden. Ich gehe mal auf 3 war ich, ne? Oder? Ich gehe mal auf 4. Auf 4. So, danke. Dann könnt ihr mal sehen. Wollt ihr das lieber so haben? Also sieht man nicht so viel, ne? Also nach links und rechts. Oder. Ne, nicht Koop. Bleib im Singleplayer, ja. Klickt hier. Auf 3. Ich denke mal, das ist okay, ne? Ja, ja. Sagt mir Bescheid, schreibt es unten rein. Wir ziehen das Spiel so lange durch, bis wir das geschafft haben. Und das könnte eventuell dauern, mal schauen. Ich weiß es nicht. Das Spiel, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Das ist völlig an mir vorbeigegangen und ich liebe es. So, jetzt haben wir den Turm vor der Mauer. Was gut ist, das heißt, er knallt dich schon mal ab, die von links kommen. Und kann dann noch nach hinten schießen, die an der Mauer stehen. Das ist sehr gut. Ja gut, dann warten wir jetzt nochmal. Dann schicke ich jetzt gleich den Händler nochmal los. Wir holen jetzt erstmal Geld. Wie viel Geld habe ich denn noch? Ach, der Sack ist voll, Junge. Läuft in mein Königreich. So, da ist er. Give me your money. Thank you. Ach, hier brauchen wir mittlerweile auch Stein. Also, wir müssen zusehen. Wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren. Ne, denn das ist ein Roguelite. Ne? Und wie gesagt, das wird immer schwieriger. Und ich weiß nicht, wie viele Inseln es gibt. Ich war... Auf die zweite war ich schon. Aber da, wie gesagt, habe ich dann aufgehört, als ich die Kohle verloren habe. Also ich war noch nicht wirklich weit. Na, da geht's ab. Give me your lunch money. Ah, die sind fertig. Okay. Rekrutiert. Rein da. So, da haben wir noch 4 Bögen. Okay. War da jetzt noch ein Lager? Ich sollte mir sowas unbedingt merken. So, direkt voll machen. So. Und dann würde ich sagen, nee, wir gehen jetzt zum Händler und dann machen wir Schluss für die erste Folge. Na, und dann freut euch. Weiß ich nicht, keine Ahnung, sagtet mir, wie es euch gefällt. Ist jetzt natürlich der Anfang, da passiert noch nicht viel. Ne? Gut, ja, dann machen wir Schluss und ja, morgen machen wir weiter. Ah, hier seht ihr schon, ne? Durch die Erweiterung kann ich jetzt hier Sensen bzw. Bauern machen. Ne? Aber das kommt noch, da kommen wir dann später zu. Alles klar, Leute, wir sehen uns, haut rein, bis dann. Tüdelü.